Fertig? Ja. Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Heute hast du mal ein Thema wieder mitgebracht. Das stimmt, aus aktuellem Anlass. Ich wurde gefragt, ob ich einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin empfehlen könnte. In diesem Fall nicht für Betriebsräte, sondern für eine Mitarbeiterin, die Stress in ihrer Firma hat und die halt einen Rechtsanwalt braucht, um sich da mit dem Betrieb auseinanderzusetzen. Geht da um Kündigung? Oder eine mögliche Kündigung? Und da war nun folgendes Problem. Bevor ich recherchieren konnte, welche Anwälte da in Frage kamen, hat sie mir einen Link geschickt von einer Anwältin, die sie dann auch schon beauftragt hatte. Und diese Anwältin ist eine ganz renommierte Juristin und wurde ihr empfohlen. Schick? Das ist erstmal schick. Ich habe die gegoogelt. Das schien mir so zu sein, dass die aber auf der dunklen Seite der Macht sich befunden hat. Oh wei, woran hast du es erkannt? Die ist in erster Linie Wirtschaftsanwältin. Also okay, ja. Anwältin für Wirtschaftsrecht. Ja. Damit ist ihr Hauptauftraggeber in der Regel Unternehmen. Unternehmen, genau. Ja. Ich glaube schon, dass sie sehr renommiert ist. Ich glaube auch, dass sie eine gute Juristin ist, weil ja. Die tanzt auf ganz vielen wirtschaftlichen Hochzeiten, aber immer auf denen oder meist auf denen der Arbeitgeberseite. So, und das muss jetzt noch nicht schlecht sein, wenn du als einzelner Mensch so eine Anwältin beauftragst. Aber die Gefahr besteht einfach, dass die in einen Interessenkonflikt geraten können, ja, weil sie eben auch die andere Seite bedienen und sich das vielleicht mit den Auftraggebern nicht verscherzen wollen. Und wenn man jetzt als Betriebsrat einen Anwalt nimmt, da würde ich dafür plädieren, jemanden zu wählen, der ausschließlich die Arbeitnehmerseite vertritt, weil es da auch wichtig ist, eine gewisse Haltung zu haben. Es ist doch ganz klar, wenn du als Anwalt ein sogenannter Wald- und Wiesenanwalt bist und alles machst, Erbrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht auch mal, ja. Dann kannst du nicht der ganz große Arbeitsrechtsexperte sein, weil du dich eben auch noch mit anderen Rechtsdingen befassen musst. Ja. Das ist das eine. Wenn ihr guckt nach einem Anwalt, möglichst ein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja? Nicht ein, ich mache hier Wirtschaftsrecht, aber so nebenbei mache ich auch mal Arbeitsrecht. Das ist nicht so schön. Einer, der sich richtig mit dem Arbeitsrecht auskennt, der muss auch nicht lange suchen, der weiß, was da läuft in dem Feld. Und ich persönlich würde gerade dann, wenn Gremien einen Anwalt suchen, auch keinen nehmen, der zwar Fachanwalt für Arbeitsrecht ist, ja. Aber dann auf seiner Internetseite schon so zwei Bereiche hat, einmal für Arbeitgeber, einmal für Arbeitnehmer. Ja. Ja, weil da befürchte ich immer einen Interessenkonflikt. Ja. Und wenn ich jetzt auch noch selber für einen großen Konzern arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass der Anwalt auch schon mal von denen beauftragt worden ist. Oder noch schlimmer, scharf drauf ist, noch mal irgendwann einmal das erste Mal von denen beauftragt zu werden. Und es sich mit denen nicht verscherzen will. Und dann nicht in aller Konsequenz meine Interessen als Betriebsrat vertritt. Ja, ich... Das muss alles nicht so sein. Das muss alles nicht so sein. Ich kenne das aus meinem erweiterten familiären Umfeld. Da kenne ich... Das ist eine Anekdote aus deiner Jugend. Nee, nicht aus deiner Jugend, aber... aus meinem erweiterten Familienumfeld, da gibt es einen Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, der eigentlich ausschließlich Arbeitgeber vertritt. Und der ist auch, sagen wir mal so, relativ gefürchtet unter Betriebsräten, weil der eben seine Arbeit auch ernst nimmt und seinen Mandanten auch mit aller Härte vertritt. Ist aber der Anwalt, den alle hassen, ist das dein Verwandter? Nee, glaube ich nicht. Aber ich kenne den privat und privat ist der ganz anders. Ja, also der ist eher sozial eingestellt und ich glaube, der würde das auch liebend gern mal so machen, dass er mal Arbeitnehmer vertritt. Nun ist er in der Kanzlei, glaube ich, nicht, wo das eben passiert. Aber es gibt schon natürlich Anwälte, die das geistig trennen können. Aber woran willst du das von vornherein erkennen als Betriebsrat? Das siehst du ja nicht, wenn du auf so eine Internetseite gehst und da siehst du jemanden, der da eben in erster Linie Wirtschaftsunternehmen vertritt, dass der vielleicht auch noch das Herz am richtigen Fleck hat. Das wird ganz schwierig. Und wie finde ich jetzt den richtigen Rechtsanwalt für mich als Gremium? Also ich wüsste da einen Tipp. Ja, bitte. Man kann zum Beispiel bei seiner Gewerkschaft nachfragen. Sag mal, kennt ihr nicht mal einen guten Anwalt? Also die Gewerkschaften kennen, glaube ich, alle Anwälte, die sich mit Arbeitsrecht befassen, in ihrer Region jeweils. Ne?
Und die können definitiv Empfehlungen aussprechen. Ja. Und es gibt durchaus Anwälte, die haben extra auf ihrer Internetseite dann solche Sätze wie: Wir vertreten ausschließlich Betriebsräte und Arbeitnehmerfragen. Und wenn sich so ein Anwalt schon mal so positioniert, dann ist das relativ eindeutig, ja, dass man da weiß, da gibt es keinen Interessenkonflikt. Das heißt nun aber noch nicht, dass das ein superklasse Anwalt ist oder dass man sich mit dem versteht. Also deshalb ist es immer wichtig, dann auch Kontakt mit dem aufzunehmen und dann mal sich zu beschnuppern, ob man sich denn auch riechen mag. Weil wenn man mit dem Anwalt zusammen in der Einigungsstelle sitzt, ne, oder Gerichtsverfahren bestreitet, dann muss die Chemie auch irgendwie passen, ne? Ja. Weil du ständig damit denen auch zu tun hast. Absolut. Aber das könnt ihr dann ja einfach ausprobieren. Und es heißt ja auch nicht, wenn ihr mal einen Anwalt beauftragt habt, dass ihr den für alle Ewigkeit geheiratet habt und dann nie wieder einen anderen Anwalt haben dürft. Das könnt ihr von Fall zu Fall entscheiden. Wenn ihr sagt, das fand ich jetzt doof oder ich fühlte mich nicht gut vertreten oder der hatte nie Zeit für mich, für meine Fragen oder so, dann wird ihr den beim nächsten Mal nicht mehr wieder beauftragen, sondern nehmt einen anderen. Also, nochmal zusammengefasst. Worauf muss ich achten, wenn ich einen Rechtsanwalt beauftrage als Betriebsrat oder als einzelner Arbeitnehmer? Natürlich ist die juristische Reputation schon ein Faktor, aber noch viel wichtiger ist, dass man nach Möglichkeit einen Rechtsanwalt sucht, wo man nicht in Gefahr läuft, dass der einen Interessenkonflikt hat, dass der ausschließlich Betriebsräte und Arbeitnehmerseite vertritt. Das kann ich auf deren Homepage in der Regel schon herausfinden. Und am meisten dürfte helfen, einfach eure Gewerkschaft vor Ort zu fragen nach Anwälten, die empfehlen können. Ich finde, das ist schon mal ein guter Start, um da einen guten Anwalt zu finden. Hast du da sonst noch was? Nein. Dann war es das schon wieder für heute. Wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.